Moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich dir zeigen, wie man so ganz abstrakte, abgefahrene Fotos macht von solchen Punkten, Blasen, Mini-Fischei oder wie auch immer man das nennen möchte. Und zwar habe ich dazu hier so ein bisschen was aufgebaut. Manches davon hast du zu Hause vielleicht noch nicht zur Verfügung. Beispielsweise hier diese LED-Dauerlichtlampe, die wirst du zu Hause nicht haben. Du könntest aber theoretisch auch die tiefstehende Sonne am Fenster benutzen oder aber du benutzt einfach eine Taschenlampe, um den Untergrund, den ich dir gleich zeige, zu beleuchten. Oder du nimmst einen selbstleuchtenden Untergrund, auch das ist möglich. Ich sage nur Tablet, iPad, Galaxy Tab oder was auch immer du da hast, mit einem bunten Untergrund. Auch das würde gehen für diese Art der Fotografie. Denn was machen wir heute? Etwas, wie gesagt, was du auch zu Hause machen kannst. Wir machen Öl in Wasser. Dazu haben wir hier, wie du siehst, eine Kamera mit einem Makroobjektiv. Wir haben hier vier so Gläser hingestellt, die dienen aber nur dazu, dass die Glasschale Abstand zu dem bunten Bastelkarton bekommt, der da drunter liegt. Ich lege also die Glasschale hier oben auf die vier Gläser drauf. Ich nehme die Kamera mal nach hier hinten, damit du das ein bisschen besser von vorne sehen kannst. So, jetzt hole ich mir hier unten ein bisschen Wasser und fülle diese Schale gerade so, dass sie, ich sag mal, vielleicht so 1, 2, maximal 3 mm gefüllt ist mit Wasser und der Boden bedeckt ist. Da kannst du jede Schale nehmen, auch ein Glas, ein größeres. Wir haben das eben auch mit einem größeren Aquarium probiert, in das wir normalerweise bei so Workshops hier im Studio größere Objekte fallen lassen. Das ging nicht ganz so gut, weil wir nicht dicht genug mit der Kamera an die Oberfläche kamen. Und deswegen haben wir uns jetzt hier für diese ganz normale Schale entschieden. Und dass der Boden hier nicht ganz glatt ist, sondern so ein bisschen gewölbt, weil es ja irgendwie so ein gepresstes Glas ist, das spielt offen gestanden keine Geige, denn du fokussierst ja sowieso auf die Öltropfen, die oberhalb des Bodens sind. Jetzt haben wir alles Mögliche ausprobiert. Das Öl langsam reinlaufen lassen. Wir haben versucht, hier mit so einem Trinkhalm einzelne Tropfen hier drauf zu applizieren auf der Wasseroberfläche. Das hat alles, naja, ich sag mal, so einigermaßen geklappt, aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt hätte. Und dann sind wir zu Plan B übergegangen. Wir haben einmal einen Haufen Öl genommen. So. Das ist ja Sonnenblumenöl, also ein helles Öl. Kein Motoröl nehmen, damit versaust du das Wasser und hinterher auch das, was du in den Ausguss kippst. So, und dann haben wir hier einfach mal gesagt, okay, das wird sich auf keinen Fall verbinden lassen, also mischen wir das mal so ein bisschen. Kannst du vielleicht zu Hause in der Küche mit dem Schneebesen machen. Wir machen das hier mit dem Löffel. So, und dann haben wir hier schon jede Menge Blasen, die sich da oben drauf gebildet haben. Jetzt brauchen wir Licht auf dem Untergrund, weil unsere Bastelkarton hier, ich versuche den hier mal ein bisschen anzuheben, hier siehst du den, der ist so regenbogenfarben bedruckt. Der Bastelkarton leuchtet ja nicht von selbst, also haben wir von hinten ein Licht gesetzt. Das schalte ich hier mal an. Das macht nichts anderes als, ich bin gleich wieder da, die Steckdose ist ausgeschaltet. Zack. So, jetzt geht das Licht auch an. Wundervoll. Das macht nichts anderes, als den Untergrund zu beleuchten. Dadurch, dass der Untergrund beleuchtet wird, kommen oben diese kleinen Ölaugen besser raus. So, und dann haben wir hier ein Stativ. Wir benutzen eins mit einer auslegbaren Mittelsäule. Das hat den großen Vorteil, dass wir direkt von oben rauf fotografieren können. Du kannst das, wenn du genügend Licht hast, natürlich auch mit einer relativ kurzen Verschlusszeit aus der Hand fotografieren. Oder aber du nimmst ein Stativ, das keine auslegbare Mittelsäule hat, dann fotografierst du so ein bisschen schräg auf die Oberfläche. Wir können jetzt ziemlich plan auf die Oberfläche fotografieren. Das heißt, ich ziehe mir das hier mal so ran. So, jetzt montieren wir hier mal die Kamera. Es ist übrigens eine Olympus OMD EM1 Mark III. Und vorne dran an dieser Olympus ist das 60 mm Makro. Entscheidend ist, dass du ein Objektiv hast, was eine möglichst geringe Naheinstellgrenze hat, womit du eben einfach dicht an die Bubble rankommst. Ob das jetzt das 60er Makro ist oder das 30er Makro oder du ein anderes Makro hast für dein System, das spielt im Prinzip keine Geige. Und bei manchen Objektiven ist es auch so, dass die von Haus aus eine sehr kurze Naheinstellgrenze haben, sodass du vielleicht sogar sehr dicht an die einzelnen öligen Augen auf dem Wasser rankommst, ohne dass es ein spezielles Makroobjektiv sein muss. Jetzt versuchen wir es als erstes mal über den Fernauslöser, weil ich möchte an der Konstruktion nicht so rumwackeln, zu fokussieren. Und dann werde ich wahrscheinlich feststellen, dass mit dem Fokussieren, das geht so einigermaßen, aber nicht so richtig gut, weil der Autofokus einfach sich schwer tut mit dem Fokussieren. Deswegen schalte ich hier auf manuellen Fokus um. So, und wir fokussieren hier ein klein wenig manuell nach. Also einigermaßen scharf gestellt ist schon, aber nicht so ganz ideal. Ich habe hier vorne mir auf zwei Tasten das Peaking und die Lupe gelegt. Die Fokuslupe und das Focus Peaking. So, da ist es und dann geht es auch los. Zack. Ah ja. Okay. Sehr schön. So, ich drehe nochmal ein bisschen extra Richtung unscharf. Mal gucken, wie das aussieht. Okay, das macht keinen richtigen Sinn. Es muss schon richtig schön gestochen scharf sein. Ich finde auch die Farben, die jetzt da drunter sind, nicht so ganz ideal. Jetzt könnte ich versuchen, die ganze Konstruktion hier ein Stück zu schieben. So.
oder aber auch einfach nur den Bastelkarton darunter. Mal wieder den Fokus anmachen. So. Ah ja, da sitzt er. Jetzt gehe ich einfach an eine Stelle, wo ich schon sehe, dass der Kontrast höher ist, damit der Fokus keine Probleme hat zu meinem Fokussieren. Sehr schön. Ah, okay, da ist eine sehr schöne Stelle. Da ist nämlich ein sehr schönes Blau mit im Bild. Ich ziehe das mal ein bisschen hier rüber und da sind auch die Blasen. Hübsch, das sehe ich ja hier quasi live im Monitor. Wunderbar. Matthias, keine Sorge, hier fällt nichts um. Hoffe ich. So, und wenn jetzt der Untergrund gefällt, aber dir gefallen da oben drauf die Augen von dem Öl nicht, naja gut, du warst doch eh schon mit dem Löffel da unterwegs, dann schiebst du halt einfach den Kram so ein bisschen so hin. So zum Beispiel. Ja, das sehe ich doch schon ganz genau, dass das so eigentlich richtig wäre. Geil. Und wie gesagt, da sind den Spielereien quasi keine Grenzen gesetzt. So, hier nochmal ein bisschen durchmixen. Gerade wenn Bewegung hier in der Struktur ist, dann sieht auch jedes Foto anders aus, das muss man auch mal sagen. Und wie gesagt, du kannst das sowohl mit unterschiedlichen Pappen darunter machen, aber du kannst das auch mit einem leuchtenden Tablet machen. Ich würde es jetzt vielleicht nicht empfehlen, das Ganze jetzt gerade mit so einem MacBook Pro oder sowas Display zu tun, weil wenn das Öl umkippt, du weißt genau, worauf das hinausläuft. Das wird keine gute Erfahrung sein, die du da hast. Aber ansonsten wünsche ich dir auf alle Fälle ganz viel Spaß mit dieser Art der Fotografie. Ich blende dir noch mal ein paar Bilder ein und dann weißt du ja, wir sehen uns irgendwann, irgendwo im nächsten Video wieder. Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feel so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up.